Ja, Herr Bench, Ihr Vater war in der Entwicklungshilfe tätig, er hatte mit Lebensmitteln zu tun gehabt, ja? Genau, er ist, viele, Jahr, er ist viele Jahre als Biokontrolleur durch die Welt gereist, hat ähm, zusammen mit meiner Mutter ähm, einige dieser Projekte unterstützt bis heute ähm, und unter anderem in der Dominikanischen Republik, in China, viele Jahre lang wertvolle Entwicklungshilfsarbeit geleistet für den Deutschen Entwicklungsdienst, den DED, genau, das so als Basis. Ja, und äh, Sie sind der Sohn und äh, haben jetzt hier eine Ölmühle aufgemacht und von der Entwicklungshilfe ist nicht weit zum Entwicklungshilfeminister, dem Wirtschaftsminister Lies, der nämlich Ihnen einen Förderbescheid überreicht und das macht er jetzt und damit wird das dokumentiert. Genau. Alles Gute für die Zukunft, viel Erfolg wünsche ich Ihnen, bin überzeugt vom Erfolg, aber ich glaube, Sie sind auch mit, mit Begeisterung und Mut dabei, das merkt man auch. Was überzeugt Sie so von dieser, von dieser Maßnahme hier, von diesem Projekt? Naja, man muss ja sein Segment finden. Und ich finde ja sehr, sehr eindrucksvoll, dass wir hier von einem Produkt reden, das eben seinen eigenen Markt hat. Durch die hohe Qualität, durch die Regionalität, durch eine Zielgruppe, auf die man orientiert ist und. Das, glaube ich, merkt man auch sehr deutlich durch eine kluge Art, sich weiterzuentwickeln. Also nicht Wachstum aufgrund von mehr Menge, mehr Menge, sondern immer Qualität im Blick. Und deswegen bin ich sicher, diese Investition, die hier getätigt wird, die ja sehr, sehr groß ist für ein solches Unternehmen, die wird nachhaltig sein. Ja, und äh, jetzt muss ich den Zuschauern mal sagen, um was es hier geht. Es geht um äh, zum Beispiel Leinsamenöl, genau. um Rapsöl, um hochwertige Öle. Äh, aber sie haben eine große Spannweite. Da finden Sie auch exotische Produkte drunter. Genau, es geht um exotische Produkte, es geht um zum im einen, wie Sie gesagt haben, um regionale Spezialitäten und es geht um Exoten. Ähm, mit unserer Investition hier, mit dem Neubau unserer Ölmühle und der Neuaufgestaltung geht es also nicht um die Expansion in dem Sinne, sondern es geht um, die, um den weiteren Ausbau unserer Nische, nämlich Spezialitäten. Und auch, wie Sie gesagt haben, es geht tatsächlich um Klasse statt Masse, es geht um hochwertige, also höchstmögliche... Bio-Spitzenqualität, ähm, die tatsächlich künftig hier auch Fortbestand unserer ähm, Ideale weitertragen soll und, ähm, und den Kunden einfach inzwischen das vollständige Sortiment an Speiseölen und ähm, Kosmetik bieten soll. Ne? Voll, genau, vollständige Auswahl. Also äh, Herr Minister Liese, einen besseren Standort als das Weserbergland. Ich behaupte, das ist die schönste Ecke von ganz Niedersachsen. Da gibt es andere, die sind andere Meinung. Den kann man sich eigentlich gar nicht vorstellen, denn damit punktet ja auch das Weserbergland mit viel Bio, mit Windenergie. Und wie passt das aus Ihrer Sicht in das Konzept dieser Landschaft? Hervorragend passt das hier rein, weil es hier einfach hingehört. Also das ist nichts wie aufgesetzt und wir probieren mal etwas an einer Stelle, wo es nicht passt. Und ich glaube, das passt hier in die Landschaft. Das passt hier auch in die, in die Struktur. Wir haben hier viele regionale Produkte, das sehen wir auch hier. Hier geht es gar nicht nur um das eigene Produkt, hier geht es auch darum, deutlich zu machen, dass regionale Produkte einen starken, einen hohen Stellenwert haben, die der Kunde auch will und die dann eben auch noch aus der Region herauskommen und in der Region produziert werden. Also das ist, glaube ich, die Synergie und deswegen passt es hier hervorragend her und wird aber auch einen Markt finden, das ist natürlich auch wichtig, über die Region hinaus. Also beides geht, regional zu sein, regionale Produkte zu haben und auch einen größeren Markt zu erreichen. Ja, und dann muss ich unseren Zuschauern noch sagen, dass dieses Projekt von einem ja, Rot-Grün angeschoben worden ist. Der Herr Meier, Christian Meier, hatte sich ja im vergangenen Jahr sehr stark gemacht. Was hatte er dazu beigetragen? Ja, es waren vor allen Dingen Herr Meier und Frau Tippel, die auch hier waren, die deutlich gemacht haben, welche Perspektiven in einem solchen Projekt liegen. Und für uns das ist das immer ganz wichtig. Am Ende sitzen wir natürlich am Tisch bei mir und entscheiden, welche Förderungen sind möglich. Und gerade zu sehen, der Nachhaltigkeitsaspekt. Der Aspekt übrigens auch der guten Arbeitsplätze, die hier geschaffen werden. Die sind ja ganz wichtig für die Region. Allein durch dieses Projekt zehn neue Arbeitsplätze. Und vor allen Dingen die Tatsache, dass hier auch ähm, aus der Region heraus äh, die Investition getätigt wird. Mit Unternehmen, mit Firmen, die aus der Region kommen. Das ist, finde ich, so in mehrfacher Hinsicht ein eine echtes starkes Argument für diese Unterstützung. Aber ich will das auch nochmal sagen. Die Unterstützung, die wir leisten können, die ist ja ein Teil nur. Die mutige Entscheidung liegt bei denen. Die sich auf den Weg gemacht haben. Und wir brauchen eigentlich mehr so junger, mutiger Unternehmer, die sagen: Ich traue mich das jetzt auch, ich weiß, das kann funktionieren, aber ich bin auch so mutig und nehme jetzt das Geld in die Hand. Und mit dieser nachhaltigen Botschaft hier aus Pofzen äh, verabschieden wir uns ins weser hinein.